Und seid damit wieder ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play meinerseits aus. Entschuldigung, herzlich willkommen zu Silent Service 2. Ja, meine Lieben, was gibt es für dieses Spiel zu sagen? Es kam 1990 für die DOS-Version raus. Gibt es aktuell noch bei Steam zu kaufen für 3,49 €, wenn ich mir das recht entsinne. Ne, und ich bin durch das Spiel von meinem Cousin aufmerksam geworden, weil ich damals meinen noch so einen ganz alten Rechner hatte und ich halt nur alte DOS-Spiele spielen konnte. Und dadurch bin ich durch dieses Spiel aufmerksam geworden. Hat mir auch relativ sehr viel Spaß gemacht und ich dachte mir, na, nimmst du mal auf deinen kleinen Kanal jetzt nochmal auf. Ne, also ich wünsche euch erstmal nochmal schöne Weihnachten. Wir haben jetzt den 25. Dezember. Wir haben es 5 nach 10. Ich dachte, wir nehmen mal eine Folge auf. Muss ja morgen wieder arbeiten. Und ich würde sagen, wir fangen an. Hier haben wir die Trainingsmission, die ist ganz einfach. Da habt ihr 4 Schiffe, die 0 Knoten fahren und die könnt ihr mit Torpedos und Deckgeschütz versenken. Dann habt ihr hier eine Single Battle, also eine Single Schlacht. Eine einzelne Schlacht. Dann eine Single War Patrol, also da seht ihr nur die Patrouille. Ihr macht dann nur eine Patrouille. Und die wird nur gewertet. Und hier haben wir eine Wahlkarriere. Und wir spielen die Karriere. So. Und wir spielen auf Normal. Und wir heißen Dennis. So, wir fangen an am 7. Dezember 1941. So, hier haben wir die Old S-Class. Also hier haben wir die ganzen verschiedenen U-Boot-Typen. Also Old S-Class, Barracuda-Class, Narwhal-Class, P-Class, New S-Class. T-Klasse, Gatto-Klasse. Ich habe immer die Gatto-Klasse gespielt. Hier rechts seht ihr das U-Boot. Und darunter seht ihr halt die technischen Startdaten. Also, wie gesagt, das ist simpel gehalten. Also 15 Knoten fährt der Ding über Wasser, 11 Knoten unter Wasser, hat eine Testtiefe von 200 Fuß, 4 Torpedorohre vorne und ein Torpedorohr hinten und hat eine 4-Inch-Gansch. Ich werde das nicht alle vorlesen. Jetzt U-Boot für U-Boot runter, dass ihr euch das mal langsam durchlesen könnt. Und dann starten wir mit der Gatto Class in die neue Mission oder Karriere. Mal gucken. Ach so, im Übrigen, meine lieben Leute, ich habe es geschafft. Ich habe die Silent Hunter 3 Living Mod installiert. Gestern gemacht. Genau, auf Heiligabend hat sie geklappt. Wunderbar. Muss sagen, ey, das ist ja richtig mal was los. Also im Jahr zu den ersten Teil, was ich da gespielt habe, ist da viel Rambazamba in den Häfen los. Alter Verwalter. Nur mal gucken. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt noch ein bisschen so offline üben. Wie gesagt, weil ich ja gesagt habe, ich wollte da schwieriger spielen für euch. Und wird ein bisschen dauern, ehe das Spiel kommt, weil, wie gesagt, das ist mein Windows 7 Rechner, den habe ich jetzt angeschlossen, weil momentan die Internetleitung bei uns gekappt ist. Das heißt, ich habe jetzt kein Internet. Wird erst am 27. Dezember um 8 Uhr wieder stehen, denn die neue Leitung. Und dann wollte ich erstmal auch mit Anno 1602 fortfahren. Also anfangen. Wie gesagt, dann noch die ganzen anderen, also die ganzen Anno-Reihe. Und jetzt habe ich mir gedacht, naja, mache ich erstmal jetzt hier Silent Service 2. Das kann ich aufnehmen auf meinen Windows 7 Rechner, da geht alles. Und ja. Guti. Aber ich habe auch eine schlechte Nachricht für euch. Die GWX-Mod für Silent Hunter 3 wird nicht laufen. Like, probiert, ich weiß nicht warum. Vielleicht muss ich nochmal Silent Hunter 3 deinstallieren und nochmal neu installieren. Vielleicht geht es dann. Aber momentan ist denn erstmal die GWX-Mod erstmal auf Eis gelegt. Aber wird doch noch kommen, mal gucken, wann. So, hier haben wir, können wir unsere Torpedotypen aussuchen, historische Torpedos oder die nicht historischen Torpedos. Historische Torpedos, also hier die hier, History
Historikal-Torpedos. Sind halt lauter Blindgänger. Und wir nehmen aber die Flawless-Torpedos. So. Jetzt können wir uns aussuchen: Select Base Pearl Harbor oder nach Manila. Und ich würde sagen, wir gehen mal nach Pearl Harbor, weil ich habe immer Manila genommen. Also sprich, wir jetzt hier. Und wir starten jetzt in den Zentralpazifik. Unser Boot heißt USS Hake. Na dann mal los, Hake. So, hier und seht ihr, was die gerade die Ereignisse sind. Also Datum ist, seht ihr hier, 12.741, 2 Uhr nachts. Fuel ist unser Sprit. Air Raid Pearl Harbor, also Luftangriff auf Pearl Harbor. Execute Unrestricted Air and Submarine Warfare against Japan. Gut, mein Englisch ist nicht so gut. Also denkt man, die Japaner haben ja Pearl Harbor beigetroffen und wir haben jetzt praktisch Japan jetzt den Krieg erklärt. So, Guam hat sich ergeben, der Japaner. Aber der Unterschied, please gate your future operations accordingly. Entschuldigung, mein Englisch ist nicht so gut. Schon ewig, ewig her. So, was haben wir hier? Japanische Truppen landen in Norden, Luzon, in den Philippinen. Japanische Luftstreitkräfte versenken zwei britische Schlachtschiffe nordöstlich von Singapur. Dabei handelt es sich um die Repulse und die Prince of Wales. So, meine Lieben, mal gucken. So, wir haben jetzt Kontakt with a large target. Der kann eine Taskforce sein, also sprich Flugzeugträger, Schlachtschiffe, schwere Kreuzer, größere einzelfahrende Handelsschiffe oder halt ein großer Konvoi mit sehr großen Zielen. So, da gibt es auch Kontakt with a small target. Middle Target und Large Target, also sprich kleine Ziele, mittlere Ziele, große Ziele. So, und ich würde sagen, wir fangen an und greifen den. Konvoi an. Oh, naja, das sind Tanker. Sehr schön. Da wollen wir erstmal Endokus. Den müssen wir versenken. Wir bauen ein Fabrikschiff. Der wiegt. Machen wir gleich wie alle Ruf. Wir drehen uns erstmal, mal gucken, ob wir nicht noch irgendwo hier eine verdammte Eskorte oder sowas haben. Lassen die tatsächlich so eine großen Schiff alleine jetzt rausfahren? So, fahren wir mal auf den letzten Top. Werden wir gleich sehen. Brennt schon, sehr schön. Und es ist explodiert.
Alter Schwede. Drei Öltanker und der umgebaute Fabrikschiff. 17.000 Tonnen. Zeig euch mal gleich. So, Öltanker, ja, unten das Factory Ship, 17.000 Tonnen. Das hat mir gemeint. 17.000 Tonnen hat das Ding gewogen. Denn ein Öltanker 15.100 Tonnen und zwei kleinere Tanker. Das ist auch schon mal gute Beute. Ah, verdammt, jetzt war hier ein bisschen zu doll gedrückt. Ist der Medium Target? Ja, wir greifen an. Kleine Frachter. So, ich zeige euch jetzt mal die Erkennungsbuch. Und zwar hier. Das sind die Flugzeugträger hier. Also man hat nicht viele Schiffstypen. Das ist der Flugzeugträger. Das ist der BBH Super Battleship, also die Yamato. Hier mal ein BB Battleship. Das ist soll die Gato sein. Hier mal ein Schwerenkreuzer. Ich glaube, das ist die Mogami-Klasse. Würde mir vom Design her auch eigentlich sagen, zu sagen, dass sie die Mogami-Klasse ist. So, hier haben wir den Leichenkreuzer. Der sieht mir aus wie die Kuma-Klasse. Hier haben wir einen DDR-A-Zerstörer. Das könnte, glaube ich, eine Fubuki sein. So, und hier haben wir den DD-Zerstörer. Keine Ahnung, wo der ist, aber der Typ ist sehr häufig vertreten. DE Destroyer Escort, der kommt selten vor, aber vom Design her fällt er mir am besten. Von der Tonnage her, eigentlich müsste das, naja, eine Mutsuki-Klasse sein. So, hier haben wir ein Patrouillenboot, hier haben wir den Truppentransporter, hier haben wir den Öltanker, hier haben wir den Factory Ship, was wir vorhin gesehen haben. Ein großer Frachter und hier sieht er, das ist der kleine Frachter hier. Also, das sieht man ja schon vom Aufbau her. So, da waren jetzt so die gängigen Schiffstypen jetzt da. Jetzt müsste er stehen, All Stop. Und ja, das ist halt, wie gesagt, ein altes Spiel. Ist deswegen ein bisschen fehlerhaft, ich bitte deswegen Verzeihung. Aber ich kann jetzt, wie gesagt, die Steam-Version jetzt nicht aufnehmen. Ne? Ich kann aber dann nochmal die Steam-Version machen, sieht er ja hier. Da kommt nichts, der tut mir jetzt wahnsinnig leid jetzt. Aber wir haben jetzt zum Beispiel nur einen Hafen. Hier hoch. Ich hoffe, das Spiel wird trotzdem nicht zum Abbruch bringen. Also so, ich werde jetzt trotzdem nicht abbrechen. Jetzt deswegen, ich werde trotzdem weiterspielen. Wie gesagt, das sind ja die historischen Ereignisse, die da stattgefunden haben. So, wir haben wieder ein Large Target und wir. Alter Schwede da, da jetzt hinten. Da ist ein super Schlachtschiff. Ja,
auftauchen?
laufen die alle. Jetzt können wir bloß hoffen. Das war sie. Leute, wir haben soeben gerade die Yamato versenkt. Und ein Flugzeugträger. Alter, wir haben unsere erste Feindfahrt. Und wir haben jetzt schon über 155.016 Tonnen versenkt. Alter Schwede. Oh, waren das zwei Flugzeugträger? Zwei Flugzeugträger? Also. Ein Flugzeugträger, ein schwerer Kreuzer, 1, 2, 3, 4 Zerstörer, ein super Schlachtschiff, noch ein Flugzeugträger. Und wir versenkt. Ein Flugzeugträger und das super Schlachtschiff. Aber 67.123 Bruttoregistertonnen. Mein lieber Herr Dankfein. Ab nach Hause. Ab nach Hause war die erste Feindfahrt. Alter, wunderbar. Ja. Bruttoregistertonnen versenkt. Und wir haben den Silvester erhalten. Wunderbar. Standard and Repair. Ja, und ich denke mal, wir werden normal den Zentralpazifik nehmen. Ah, schade. Ändert sich nichts. So. Das war die erste Feindfahrt. Warum da jetzt 1587 steht, ich habe keine Ahnung. Aber ihr habt ja gesehen, 67.123 Bruttoregistertonnen. Geil. Bis im Medium Target, ja, wir greifen an.
So, wir machen los. Mal gucken, ob das was wird. Aber ich denke mal eher nicht. Transporter schnappen wir uns doch noch. So, komm her. Jetzt hoffen wir, dass der Torpedo jetzt hier auch trifft. Bin mal gespannt. Und du kannst sagen, den haben wir. Tonnen. Ja, gut. 9600 Tonnen versenkt schon. Ist im Medium, ja, wir greifen an. Den haben wir, den Frachter, sehr schön. Und jetzt hoffe ich, dass ich den Zerstörer noch kriege, aber ich denke mir ja nicht, weil der dreht nämlich schon. Oh doch. War sie so schnell gedreht. Das, was wir gekriegt haben. Wunderbar. Kontakt bis in großen Konvoi. Ja. Oh, Flugzeugträger.
693 Bruttogesteratonnen. Übrigens, ich habe jetzt gerade meinen Rekord wieder gefunden hier. Ich habe, also mein Rekord liegt bei 996.000, über 9, also über 996.000 Bruttogesteratonnen. Komm, ich will die erste Lüfter nehmen.
man versenkt. Boah, 6.100 Tonnen. Wir haben 59.093 Tonnen versenkt. Ja, lässt sich schon mal sehen, ja. So, meine Lieben, jetzt fahren wir zurück zum Hafen. Rentier. Sehr schön. So, diese Feinfahrt haben wir versenkt. 59.093 Bruttoregistertonnen. Und insgesamt haben wir schon 214.109 Bruttoregistertonnen versenkt. Alter Verwalter. Aber, das macht er deswegen, weil wir auch schon zwei Flugzeugträger versenkt haben. Von knapp über 60.000 Tonnen, ne, wenn man die zusammen addiert, und dann die 67.000 Tonnen schwere Schlachtschiff Yamato, da kommt auch schon, ja, da kommt gut was zusammen. So, jetzt klar mal die Marshall Islands. Ich würde sagen, ich speichere jetzt hier mal ab. Nehmen wir eins. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Silent Service 2 wieder. Ne, also habt einen schönen Tag, schönen Abend und tschüss, reingehauen.